So. Hopp. Ah, Fail. Jetzt habe ich schon einen kleinen Fail gebaut. So. Ihr müsst euch natürlich jetzt vorstellen, dass der Boden komplett hier aus Holz ist. Das werden wir ja gleich auch noch machen. Jetzt nur die Frage, baue ich das... Wie würde das denn aussehen, wenn ich das jetzt hier so weiterbaue? Ah, geh mal weg da. Geh mal weg da. Tja. Tja. Irgendwie scheiße. Machen wir nicht. Wie sieht das denn aus, wenn ich da Dreck hinbaue? So wie es ja hier auch ist. So, warte mal. Nein. Och, immer Fail. Zack, zack. Ey, ich will aber wieder ein paar... Ja, ich leg mich mal pennen. Ich will wieder so ein paar lustige Vöglein hören. Vöglein, Vöglein an der Wand. Wer ist der Schnellste im ganzen Land? Du bist es. Oder auch nicht. Zack. So. Wir haben hier irgendwie so eine richtig kleine Maulwurfshütte, habe ich so langsam das Gefühl hier mit unserem Erde-Fassur. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Also, pff, klar, das passt sich natürlich jetzt schon da an, ne? Irgendwo so, aber... Was haben wir denn noch für Blöcke zur Verfügung? Oh, oh, wir haben ja auch unverarbeitetes Holz, was wir mit einbringen können. Unverarbeitetes Holz, Leute. Unverarbeitetes Holz. Unverarbeitetes Holz? Ja, so richtig unverarbeitetes Holz. Ich möchte gerade nur mal gucken, wenn ich das aus Ach, das sieht kacke aus, das unverarbeitet zu machen. Das lass mal so. Ich finde das ja auch wirklich gesagt gar nicht schlecht mit dem Cleanstone und dem Dreck. Aber dieses kleine Häuslein jetzt hier, was ich... Ich mache Folgendes. Ich baue erstmal den Boden bis dahin, weil mit dem Boden wirkt das Ganze auch nochmal ganz anders. Das heißt, der Boden kommt dahin, dann gucken wir mal, wie wir das gestalten. Muss man ja immer im Gesamtpaket, oh mein Gott, mein kleiner Hust und so. Muss man ja alles immer im Gesamtpaket sehen und nicht einzeln betrachten. Beim Gesamtpaket ist das ja wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte, als hier im Einzelpaket oder wie ihr es nennen wollt. Was weiß ich? Einzelpaket, ja? TT baut Einzelpakete in Minecraft rein. Ja, ich baue Einzelpakete, ich bin Einzelpaket, Mann. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, zack, 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 zack. Wir können gleich schon wieder Holz farmen gehen. Ich merke das schon wieder. Vor allem, wenn ich das da immer so oben verbaue, was echt dumm ist. So, komm, mach fertig. Hopp. Top. Hopp, top oder flop. Letzte Chance. Galopp. Alles klar, so. Ja, obwohl ich finde, es geht. Es geht eigentlich, oder? Meiner nicht. Es geht. Also wenn man da zum Beispiel, könnte man noch so ein Fenster reinmachen. Obwohl, wer hat den schon bitte? Ja, nee, ganz einfach. Ich mach die Tür da rein. Dann sieht das nicht so... Obwohl, hier könnte man auch von beiden Seiten eine Tür machen. Ist auch keine schlechte, miese Idee. Türen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
zu 100%, so wahr ich TT heiße, wird dort ein Zockerraum eingeführt. Die Frage ist nur, ob wir den Raum vom Boden, vom Holzboden her irgendwie abgrenzen wollen, da vielleicht einen anderen Boden reinmachen wollen. Ist das so zockermäßig? Könnten wir eigentlich Cobblestone hinlegen, dann ist das so ein bisschen kellerkindhaft, wisst ihr? So ein bisschen, ja, wir unterstreichen jetzt mal Klischees, Leute, richtig. TTT ist heute der T-Klischee. T-Klischee. Nehmen Sie täglich eine Packung vom T-Klischee und Sie haben die Klischees im Kopf. Boah, diese Spinne, dieses... Geht mir voll auf den Nerv. Die ist bestimmt irgendwo oben und denkt sich, oh, lecker TT. Ich will den haben. So kranke Spinnen, ey, ganz im Ernst. Obwohl, ist nicht, also ist natürlich recht kühl eingerichtet, sag ich mal jetzt, ne? Ist recht kühl eingerichtet hier. Ja, aber komm. Lass mal das erstmal so, hier das Zwischenstück machen wir. Auch, ja, war mir klar, dass das da nicht geht. So, machen wir das auch in wunderschönem Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone. Kabelstein ist super da. Hopp. Und hier brauchen wir Holz. Haben wir nicht mehr viel von, aber ja doch, wir haben ja noch eine Menge unverarbeitetes Holz. Was ich jetzt erstmal so in den Stack da raushaue. Wir können auch gleich schon wieder Holz farmen. Das ist echt das Ärgerliche. Holz geht so schnell weg, gerade wenn man das für den Boden gebraucht. Dann ist Holz schneller weg, als es dir lieb ist. Also, mache immer einen Holzvorrat. Oder besser gesagt, mache einen Holzvorrat, hört sich scheiße an. Sondern lege dir immer einen Holzvorrat an. So, Leute. Ist das nicht wunderbar? Guckt mal hier. Also, das Bett gehört da auch noch nicht hin, ist klar. Aber soweit, jetzt haben wir hier wirklich wunderschön einen Holzboden. Ah, ich muss sagen, das ist bisher das beste Haus, was ich hier gebaut habe. Aber das hier gefällt mir dann im Endeffekt doch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, yo, gefällt mir schon besser. Das sieht besser aus, einfach. Genauso wie das hier gefällt mir auch nicht. Eigentlich gefällt mir so richtig, ja, muss ich auch sagen, das Glas da oben dann auch im Endeffekt nicht. So. Ach du Scheiße. So, Pechspinne, tschüss. Ja, hier haben wir aber, wie gesagt, eine Decke. Die wird hier auch, die werden wir noch vorziehen. Die ist nicht genau in der Mitte, oder? Ja, das mit der Decke. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, ist ungerade gebaut. Der Sepp würde mich töten. Eigentlich stört es mich auch, aber ich werde versuchen, dass es mich nicht stört. Weil so eine gewisse, ich sag mal, Asymmetrie ist vielleicht auch gar nicht mal schlecht. Haben wir denn hier eine Symmetrie? Nö, haben wir auch nicht. Dann bauen wir das diesmal ein bisschen mehr in die Richtung. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Because Spider-Man hängt schon wieder da. So. So. Ha! Ja, Spider-Man. Am Arsch, da willst du mich besuchen, ne? Nix, ich bin hier. Ah, neue Hacke brauche ich auch. Ist das denn wenigstens symmetrisch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Und genau die Fackel in der Mitte symmetrisch hingesetzt. So. Ja, und zwar wird jetzt hier ein... Au, au. Ich habe einen PC gehittet. Wird jetzt hier ein kleiner Gang noch entstehen. Ja, also hier, sag ich mal, hier ist die Tür. Die macht man auf. Und ja, das werden wir aber auch gucken in der nächsten Folge, oder besser gesagt, ich werde mich damit in der nächsten Aufnahmesession beschäftigen. Wir werden hier, wie gesagt, so einen kleinen Gang hinbauen, der dann, wenn alles nach Plan läuft, da hinten verläuft, irgendwie in diesen Cave rein oder in einen Cave rein. Und wie wir das hier machen, ich würde sagen, das hier lasse ich erstmal mit dem Grün, weil ich finde es, wie gesagt, gar nicht schlecht mit dem Grün. Auch hier vorne, das hier finde ich gar nicht schlecht mit dem Grün. Also hier draußen werden wir auch noch eine Menge gestalten, ist vollkommen klar. Aber das Haus an sich hier drin ist doch schon mal recht nett gestaltet, finde ich. Unser Bett packen wir vorerst hier hin. Ich finde, es sieht schon recht gemütlich und angenehm aus. Hier wird eine Zockerecke entstehen, wie ihr ja mittlerweile wisst, mit Bank und so. Da werden wir auch noch dran basteln. An dem Gang werden wir basteln. Und so werden wir unser erstes Heim hier schön aufbauen, bevor es dann in Cave-Expeditionen geht.
noch viel größere Bauwerke, bevor wir alles unterwandern wie die Freimaurer und Illuminaten und bevor wir hinterher die Weltherrschaft an uns reißen werden von Minecraft. In diesem Sinne stoppe ich die Aufnahme hier erstmal, bedanke mich fürs Zusehen, hoffe euch gefällt dieses Let's Play Together und, ach, Let's Play Together, was laber ich da? Let's Play Singleplayer Play von Minecraft, ne? Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, also bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Gravel Pit. Tschüss!